Hallo Leute, herzlich willkommen bei BizClips TV. Wir sind mal wieder zum Heringsangeln unterwegs und zwar in Dänemark auf dem Öresund. Wobei, Dänemark ist eigentlich nicht ganz richtig, denn da ist Dänemark, da ist schon Schweden. Spielt aber auch keine Rolle, denn sowohl die schwedischen Heringe als auch die dänischen Heringe, die sind jetzt im Herbst richtig, richtig fett. Kutter gibt es hier im Hafen von Helsingør etliche. Wir fahren mit der MS Juventus raus. Viele Kapitäne bieten ihre Touren übrigens zweimal am Tag an. Am Wochenende zum Beispiel von 7 bis 12 und von 12 bis 17 Uhr. Möglich ist das auch, weil die Wege zum Fisch hier im Öresund extrem kurz sind. Schon nach ein paar Minuten geht's los. Und weil hier natürlich auch große Dorsche zu erwarten sind, mit im Gepäck folgendes Gerät. So, sind jetzt hier am ersten Stopp, kurz vor der schwedischen Küste. Ist so, weiß ich gar nicht, 20 Meter tief ungefähr. Und ich habe hier 30 Pfund Rute, die braucht man hier tatsächlich. Ist ganz gute Drift. Der Captain hält den Kutter zwar ganz gut so in der Spur, dass es nicht zu schnell treibt. Wenn es mehr wird, habe ich ein Problem. Schauen wir mal. Ich habe mir mal ein bisschen leichteres Gerät mitgenommen und zwar ist das meine Hechtrute. Die hat ein Wurfgewicht von 40 bis 140 Gramm. Das Ganze kombiniert mit einer kleinen Rolle, eine 3000er ist es in dem Fall, bespult mit einer 016er geflochtenen Schnur und auch das klappt ganz hervorragend. Schwere Rute ist noch mit dabei, aber je nachdem, wie sich die Drift im Laufe des Tages entwickelt, wie sich der Wind und wie sich die Bedingungen entwickeln, kommt man mit so einer Rute hier auf alle Fälle auch wunderbar hin. Urlaubsangler können sich entsprechendes Gerät an Bord übrigens auch leihen. Der Kutter steht direkt überm Fisch, dementsprechend schnell zuppelt's in der Rute. So, das geht wirklich ratzfatz hier. Hat der Noster runtergelassen. Da hat's direkt gerappelt. Und da kommen die Silbermänner. Das ist ein absolutes Full House. Mehr geht nicht. Und was für schöne Fische, wirklich großartig. Ganz, ganz geile Angelei. Die Montage dabei um einiges kräftiger als gewohnt. Das hier ist ein, bitte einmal ganz genau hinschauen, Heringsvorfach. Ein Heringsvorfach, wie es Einheimische oder Insider am Öresund fischen. Klar, die Heringe sind größer als normal, das sind locker 30, 40 cm Teile. Aber das sind natürlich ganz schöne Klopper von Haken. Hat noch einen anderen Grund, wo die Heringe sind, die Heringschwärme, darunter, daneben, teilweise darüber lauern dicke Dorsche. Und es passiert halt immer wieder, dass Dorsche auf die Haken einsteigen, auf die Heringsfedern oder auf die Heringe, die bereits am Paternoster hängen. Hat man ein herkömmliches Heringsvorfach montiert mit relativ dünner Schnur, hat man kaum eine Chance, starker Strömungsdruck kommt dazu. Aber mit diesen speziellen, richtig strammen Vorfächern, tippe mal Minimum 40er Schnur, das sind zweier Haken, kriegt man auch die Dorsche raus. Und für die Heringe ist es immer noch klein genug. Am 120 Gramm Pilker geht die Montage bei den Bedingungen heute fix runter. Und apropos runter. Der Captain wechselt gerade den Spot. Die Zeit nutze ich mal fix aus und zwar hier unter Deck. Das heißt, es gibt hier auch ein trockenes und warmes Örtchen, wenn die Bedingungen mal nicht so toll sein sollten. Und es gibt hier natürlich auch was zu futtern. Unter Deck dänische Würstchen, auf dem Deck eine klasse Angelei. Bei Tiefen bis zu 40 Metern gibt's Hering satt. Richtig tolle Fische. Wirklich tolle Größen. Und auch der ein oder andere Dorsch ist auf dieser Tour mit dabei. Keine Riesen, aber immerhin. Dann das Signal. So, das soll uns als Ausbeute für heute reichen. Das gibt ein paar leckere Mahlzeiten. War ein ganz, ganz hervorragender Angeltag hier auf dem Öresund in Dänemark oder aber in Schweden. Je nachdem, wie man will. Lohnt sich auf alle Fälle, hier mal hochzukommen.